Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CSGO Overwatch mit mir, dem Akkulatz. Ja, wir sind ganz am Anfang in der Aufwärmphase noch eingestiegen, wie man hier auch sieht, es sind noch Bots hier. Unser Verdächtiger steht mal AFK herum, ist aber, muss ich sagen, jetzt nichts Außergewöhnliches. Am Anfang mache ich des Öfteren auch. Ui. Ui. Ja, das schaut nicht gut aus. Ich hoffe natürlich, dass... ja, das... Kleine Frage an euch. Wo hat der jetzt durchgeschossen? Mit einer Glock. Also wo gibt es hier Plätze, wo man mit einer Glock so durchschießen kann? Okay. Mir schwant jetzt schon Übles. Oh ey. Vor allem mit der Waffe gleich. Bunny Hops Grip haben wir auch dabei. Ja, dann schauen wir mal, was er mit dem Revolver so schafft. Er sitzt jetzt schon wunderbar. Also ich finde das echt schlimm gerade. Er trifft nicht wirklich irgendwas raus. Ich meine, dass er anhat, das kann man schon innerhalb der ersten 2 Sekunden sagen. Wie auch immer, wunderschön gleich drauf geht. Auf die Ecken, wo hier natürlich ja ein Gegner gleich daherkommt. Echt traumhaft. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, dass wieder vermehrt Cheater unterwegs sind. Auch Cheater mit total... Mit total hundertprozentigen Cheats, die man sofort erkennt und. Also, so, da war er jetzt auf jeden Fall draußen. Da dürfte er jetzt noch irgendwas eingestellt haben. Ich meine, noch härter, vielleicht. Oh. Eieiei. Ich meine, bis jetzt habe ich noch kein Model gesehen von Shattered Web. Also, da würde ich fast noch dazu sagen, dass... Ja, dass unser Verdächtiger hier wirklich eine Free-to-Play-Version hat. Ja, das hätte mich jetzt gewundert. Also wenn das... Alter, wo war das durch? Wo bitte hat der jetzt da gerade durchgeschossen? Alter, solche Plätze kenne ich gar nicht, wo man hier wirklich so durchdrücken kann. Geschweige denn mit einer Scout, also das ist jetzt nicht eine wirklich starke Waffe, die da durch die Betonwände durchgeht wie nichts. Wie schaut es überhaupt aus? Okay, es gibt noch einen, der so... Alter... Bitte, sagt's mir jetzt mal wie. Ich meine, der schießt da durch. Der schießt da durch 3 Wände durch. Uiuiuiuiui.
Der macht das ganze Team auf und den wir da auch noch kriegen. Also das verstehe ich nicht. Vorher ist es nicht durch die Wand gegangen. Ja, also besser durch diese Kiste. Aber durch eine Wand kann einen wegholen. Also entweder mich drückt jetzt gerade mein Bildschirm. Ich meine, gut, Steps hat man hier gehört, aber ich meine, bei denen wissen wir sowieso, ja. Alter, bitte. Oder ist... Leute, schreibt's mal bitte in die Kommentare, was das für ein Cheat ist. Ob da irgendwie... ob der das einfach nur falsch anzeigt und der da gar nicht mal so durch die Wände knallt. Weil ich kann mir das nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall ist das für mich alles zweifellos erkennbar. Und ihr gebt mir das sicher auch recht. Und ja, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, was das für ein Cheat ist. Ob das so einer ist, so eine Art wie der Spinbotter, der einfach nur ganz woanders eigentlich hinschaut im Overwatch und trotzdem wunderbar die Kills macht. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Baba, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.